Hallo, 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 hallo. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo. So, ja, wir wollten weiter Bötchen fahren. Wir wollten mal gucken. Ah, Bremsen ist aber auch echt schwer damit, ne? Man muss echt aufpassen. Deswegen ist es auch wahrscheinlich kaputt gegangen, weil man kann kaum damit bremsen. Gibt es hier eine Unterwasserwelt? Bestimmt, ne? Ich weiß zwar nicht, wo wir hinfahren sollen. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich schau mal eben wegen der Karte. Ach, da haben wir auch noch. Warte mal, wo fahren wir denn hin? Fahre ich jetzt richtig? Da ist die kleine Insel, ne? Da kommt wieder ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Meer. Sieht so aus, als wäre das unser Gebiet. In der letzten Folge haben wir ja das Boot zerstört und haben. Ist das unser Gebiet? Ich glaube ja. Ich glaube, jetzt kommen wir auf der Karte auch, glaube ich, raus. Also wieder ins Bild. Oder? Ja. Dann, Ah, ich kann das Boot gar nicht lenken, wenn ich die Karte in der Hand habe, oder was? Ach so, okay. Dann werde ich mal hier lang fahren. Wo komme ich denn da hin? Ach, da fahre ich auch aus der Karte raus. Nee, das möchte ich natürlich nicht. Hui. Ich möchte schon, wenn dann, möchte ich schon gerne in dieser Karte bleiben im Bild. Ja, die Richtung, die ist doch supi. Da fahren wir direkt mitten drüber. Und dann gehen wir mal Gummi. In der Zwischenzeit habe ich einen Motor dran gebaut, deswegen ist es so laut. In der Pause habe ich so einen kleinen Elektromotor gefunden für unser Bötchen. Deswegen geht es jetzt auch ein bisschen flotter, ein bisschen zügiger. Oh. Okay, müssen wir wieder rudern also. Nein, 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 nein. Nein, wo fährst du hin? Wo fährst du denn hin? Fahr doch rum. Ich weiß nicht manchmal, womit ich lenken muss, ob ich. Manchmal lenkt er so, wie er lustig ist, manchmal lenkt er. Okay, vielleicht sollte ich nach oben gucken. So. Was haben wir denn hier alles Schönes hier? Und alles sind Unterwasserberge, die sich langsam aufbauen. Und es wird Nacht. Und ich hoffe, jetzt kommt nicht der. Was habe ich da hinten Kreuz gerade gesehen? Ach, da ist schon wieder so eine Pilzinsel. Ich will nicht zur Pilzinsel. Ich schau mal eben auf die Karte. Ah, ja. Okay. Es wird Nacht. Ich hoffe, der Enderman taucht jetzt nicht hier irgendwo unter Wasser auf und schnappt uns dann. Wir werden mal schnell versuchen, dass wir mal eben hier die, dass wir mal schauen, die Nacht hier überleben natürlich. Und es wird dunkel. Es wird Nacht. Wir rudern immer noch weiter. Auf dem Wasser suchen uns neue Gebiete, wo ich immer noch nicht weiß. Ah, ich glaube, in die Richtung wäre super. Ja, jetzt wird's richtig Nacht. Eigentlich wollte ich bei Nacht noch nicht ans Ufer gehen. Ans Ufer. Ufer, Ufer. Denn wir wissen ja alle, dass die Zombies und andere Leute auf uns warten dort. Und ich habe keine Lust zu sterben, obwohl wir eigentlich ja sehr gut ausgerüstet sind. Wir haben genug zu essen, wir haben Rüstung. Es kann uns eigentlich so gar nichts passieren, Großartiges. Was war das? Ah, okay. Ich habe eine Wasserpflanze mitgenommen. Ah, nochmal. Ah, nochmal. So, jetzt bremst mal bitte mit deinem Bötchen. Damit ich das auch einsammeln kann jetzt am Ufer. Wir werden hier mal andocken. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. So langsam. Und aussteigen. Du sollst aussteigen. Wo ist das Boot? Wie kann ich das denn wieder mitnehmen? Kann ich das irgendwie wieder mitnehmen? Wie nehme ich denn das Boot wieder mit?
Ey, scheiße, hier weg. Hallo Kuh. Kann ich das Boot wieder? Nein, 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 bleib hier. Bleib hier. Müssen wir das Boot hier im Wasser lassen? Ach Mann, schmeiß die Scheiße weg. Wisst ihr was? Ich dock das jetzt hier an. Oder ich lasse das jetzt hier andocken. Dann lasse ich das Boot einfach hier stehen. Da wird da wahrscheinlich nichts passieren, ne? Denke ich mal, oder? Habe ich irgendwas... Ah, ich fände mal eben hier... Warte mal. Kann ich da... Moment. Kann ich da Dingen da irgendwie hinbauen, dass das nicht wegschwimmt? Ha! So kann es wenigstens nicht wegschwimmen. Das ist unsere Sicht... Das ist unsere Lebensversicherung. So! Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf Erkundungstour. Da sind schon mal Schweine, das ist schon mal gut. Essen zu holen ist immer gut. Vielleicht finden wir ja eine neue Höhle. Mal gucken. Wissen wir ja noch nicht. Und wir müssen mal... Im Übrigen habe ich in der letzten Folge gesagt, in die Kommentare bin ich ja drauf am Eingehen momentan. Und zwar habe ich ja gesagt bekommen, dass jemand pinke Glasscheiben haben möchte an unserem Haus. Dazu müssen wir aber auch erstmal ein pinkes oder magentafarbenes Schaf finden. Und ich glaube, das wird nicht einfach. So, können auch mal in die Richtung gehen. Laut Karte geht es ja hier auch noch weiter. Und ihr hört, ist immer noch dieselbe Aufnahmesession, meine Nase ist immer noch zu, irgendwie, es ist... Ja. Es ist gerade sehr auffallend ruhig. Muss ich sagen. Also, kaum Zombies. Und ich habe nicht auf friedlich gestellt, nein. Mir fällt auch gerade auf, dass ich... Oder habe ich auf friedlich gestellt? Ich glaube nicht, oder? Ich muss in der Pause mal gucken, weil wir kriegen auch irgendwie keinen Hunger, ne? Oder? Oder doch? Hallo, Schwein! So. Mein Gott, wenn ich überlege, bei der allerersten Folge oder bei den allerersten Folgen, das war echt ruhig hier. Wie oft wir gestorben sind, ne? Wir kriegen echt keinen Hunger und sind auch keine Zombies unterwegs. Ich glaube, das steht auch friedlich. Kann man das umsch... Ich schau mal eben, warte mal eben. Hilfe, Optionen, Steuerung, Einstellungen. Benutzeroberfläche. Displayanzeigen, Handanzeigen. Todesmeldung. Zwei Spieler geteilter Bildschirm. Oh, das geht auch, wusste ich gar nicht. Klassisches Crafting? Was ist denn klassisches Crafting? Displaygröße geteilter Bildschirm. Aha. Was ist denn klassisches Crafting? Ich weiß gar nicht, was das ist. Da muss ich mich mal informieren. Grafik, dünn, Gamma, Durchsichtigkeit, ich lasse das mal so. Wo habe ich denn, ach, da muss ich raus aus dem Spiel, ne? Da werde ich mal eben raus aus dem Spiel gehen, warte mal, so wird gespielt, Multiplayer, lalala. Mal eben schnell das Spiel verlassen. Weil das kann ja nicht sein. So, dann seht ihr das mal eben hier, wie mein Menü aussieht. Ich meine, ihr kennt das Minecraft-Menü. Sieht aber eben gleich aus. So, spielen. Ihr seht da, wie viele Welten ich habe. Ne? So, Season 1, LP, so heißt es. Tatsache, ich habe auch friedlich gestellt. Kann doch nicht sein. Stellen wir auf normal. So. Da habe ich doch tatsächlich auch friedlich gestellt gehabt. Ich werde verrückt. So, jetzt aber laden. Und dann geht's auch schon los. Ja, jetzt aber. Jetzt sind wir auch hier in der Überlebenswelt. Da ist schon wieder ein Schwein. Und wir wollten in die Richtung wollten wir gehen. Da sind weiße Schafe, die kann ich aber jetzt nicht gebrauchen. Da ist schon irgendwie ein glibberiger Glibber. Mr. Glibber. Und jetzt wird es wahrscheinlich dann auch viel, viel interessanter. Weil jetzt auch wieder... Obwohl, da hinten die Berge könnten mich auch interessieren. Weil vielleicht sind da ein paar Höhlen. Müssen wir schauen. Ich hoffe natürlich nicht, dass wir irgendwie... Geh weg. Geh weg. Geh weg.
Du wolltest weggehen, habe ich dir gesagt. Ah, oh, wie süß. Ah, oh, wie süß. Ah, oh, wie süß. Wie süß. Du, 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 du. Und da Pünktchen gesammelt. Stufe 38 schon, meine Güte. Nee, aber was wollte ich denn gesagt haben? Nee, aber ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, an die allerersten Folgen. Die allerersten paar Folgen, wo wir, boah, Alter, wir dreimal gestorben sind, bis es erstmal richtig losging. Und jetzt in der letzten Zeit, boah, wie viele Creeper stehen denn da hinten? Alter Schwede. Und jetzt in der letzten Zeit ja so gut wie gar nicht. Wir sind ja noch scheinbar noch nicht wieder gestorben. Und, ja, das freut einen doch. Alter, geh weg. Wo kam der denn her? Verfolgte uns einfach. Ich glaub's nicht. Aua. Dämliche. Dämliche, dämliche, dämliche Bogenschütze-Skeletti da. Ja, gehen wir einfach mal hier lang. Ich will natürlich, natürlich auch. Ich will natürlich, natürlich auch. Wo bin ich? Aua. Aua. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Ich will natürlich auch nicht aus der Karte rausrennen, weil da finde ich nie wieder dann. Obwohl, wenn ich die Karte habe. Wo laufe ich denn jetzt? Ich sehe das nicht, weil das so dämliche Display da. Dämliche Display davor ist. Ich muss in die Richtung laufen. Okay. Also doch in die Richtung. La 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 la. Ja, dann werden wir mal in die Richtung laufen. Es sieht aus, als würde es wieder Tag werden. Oh ja, es wird Tag. Ja, wir haben die Nacht überwunden. Wow, haut doch, Alter, der Enderman. Ha, haut ab. Aua. Haut doch ab, ihr Idioten. Ciao. La, 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 la. Ihr könnt mich mal. Ihr könnt mich mal. Ihr könnt mich mal. Ihr könnt mich mal. Geflecht am Sack kratzen. Verzieht euch. Aua. Mann, verpiss dich doch mit deinem Scheiß. Ich nehme ja auch den nächsten Bogen mal mit. Den wollte ich übrigens sowieso mal ausprobieren. Hatte ich ja mal gesagt gehabt. Ich hoffe, ich laufe richtig. Ihr werdet sowieso alle brennen, weil jetzt Tag wird. Freue ich mich drauf. Ist lecker Kotelett. So, da laufe ich schon mal richtig. Schon mal sehr schön. La 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 la. Und ich laufe durch den Wald. Und finde nichts. Nichts Besonderes. Anstatt ich mal hier eine Höhle. Oh, Schweine, 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 Schweine. Es tut mir so leid. 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 Tut mir gar nicht leid. Ich habe Hunger. Und wenn ich Hunger habe, dann habe ich Hunger. Wo geht's denn hier hin? Okay. Ich habe Pilze gesammelt, die will ich aber nicht. Ich weiß, ich kann damit eine Pilzsuppe, glaube ich, machen. Habe ich mal gelesen. Ist das eine Höhle? Oh, Eisenerz, Alter, Eisenerz, Eisenerz, Eisenerz. Ja, da bleibe ich doch mal eben hier, ne? Da werde ich mir mal eben ein paar Steine abkrabbeln, damit ich mal eben hier die Dings aufhalten kann. Und ich höre ein Skelett. Aber ich weiß nicht, wo es ist. Ha. So, Licht. Das Wasser ist immer noch hier. Das soll weggehen. Das Wasser soll weggehen. Na, Gott sei Dank. Jetzt können wir wenigstens Eisenerz ein bisschen abbauen. Eisenerz, Eisenerz. Ich bin voll eisenerzsüchtig. Man merkt es überhaupt nicht, ne? Ein paar Steine mal mitnehmen, falls wir mal welche brauchen. So. Wir sind sehr, sehr weit weg von zu Hause im Übrigen. Und Kohle nehmen wir natürlich auch mit. Jede Menge Kohle. Kohle nehmen wir immer mit. Es hört sich an, als wäre hier irgendwo eine Höhle in der Nähe. Aber wo? Als wäre das hier geradeaus. Müssen wir mal gucken, ob wir hier was finden. Weil dann gehen wir da rein. In die Höhle. Aber ich möchte zuerst mir da natürlich auch eine Sicherheit bauen, dass ich hier rauskomme. Es hört sich hier nach rechts an, als wäre das hier rechts irgendwo. Hier war der Ausgang, ne? Genau.
so. Ja, hier ist eine Höhle. Man hört es an dem Geräusch. Da unten geht's auch rein. Da will ich aber noch nicht reingehen. Ich würde gerne erstmal, wie gesagt, mir erstmal so ein bisschen eine Orientierungsmöglichkeit bauen, dass ich hier weiß, aha, da geht's auf jeden Fall, da ist auf jeden Fall noch ein Loch. Dass ich hier auch rauskomme, schnell wie möglich, falls mich mal irgendwas verfolgt. Das können wir hier auch machen, hier auch. Dass ich hier auch nochmal eine Sicherheit habe, dass ich hier rauskomme. So, genau, dann komme ich nämlich hier auch. Ach, guck mal, hier ist auch eine. Boah, das muss ja eine Riesenhöhle sein. Auf jeden Fall gibt es mehrere Eingänge, das ist schon mal supi. So, dann werde ich mal ganz schnell. Wir werden auch. Ich glaube, wir werden im ganzen Leben, wenn wir unser Boot nicht mehr wiederfinden. Ich glaube, wir werden. Wir werden unser Boot nicht wiederfinden. Das sehe ich jetzt schon kommen. Nie im Leben werden wir unser Boot wiederfinden. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir hier irgendwas finden. Da ist auf jeden Fall schon mal Kies. Hm, vielleicht ist es doch unten. Nee. Hier lang weiter. Ansonsten gehen wir gleich, oder ist das hier? Warte mal. Es wird doch gerade sehr dunkel. Kies kann man auch immer so ein bisschen gebrauchen. Ich sehe gar nichts mehr. Ich muss mal ein bisschen Licht machen hier. Doch nicht. Wo ist denn diese verdammte Höhle? Ich höre die doch. Oder sind die unter uns? Hört sich an, als wäre das hier irgendwo. Aber wo? Aber ich finde hier nichts. Hm. Nun gut. Dann werden wir mal. Mache ich das mal zu. Dass ich weiß hier, dass ich hier nicht mehr lang gehen soll. Weil sonst verlaufe ich mich wieder. So. Das mache ich mir hier mal zu. Zack, zack. Zack, zack, zack. Na. Das war falsch. War ja irgendwie klar. So. Da auch zu. Dann weiß ich. Aha, 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 aha. Da nicht lang gehen. So und so. Dann ist das zu. Sehr schön. Kann man ja auch machen. Dann erwartet die Sicherheit dann auch da. Uah. Ich nehme noch mal ein paar Steine mitnehmen hier. Und dann werden wir mal in eine Höhle gehen. Gehe ich jetzt hier runter oder gehe ich da hinten? Ich glaube, ich werde mal. Okay, hier ist nichts. Ich werde mal schauen, ob wir hier. Oh. Alter, Eisenerz. Ich habe Eisenerz gefunden. Genau, dann gehen wir hier lang. Nochmal eine Treppe bauen. Ich habe gerade eine Fledermaus gehört. Huch. Okay. Zur Sicherheit eine Treppe hinbauen. Eisenerz. Jede Menge Eisenerz. Gibt es da noch mehr hinter? Nein, natürlich nicht. War ja irgendwie klar. Warum sollte es auch so sein? So, dann werde ich mir mal den Weg jetzt ein wenig markieren. So, so. Da geht's rein. Und hier geht's raus, damit ich auch für die andere Seite weiß, wo es. Ist das eine Höhle hier? Ach, hier geht's auch noch weiter. Ist ja spannend. Ist ja spannend. Um Gottes Willen. Jetzt geht das schon wieder los. Aber hier ist schon mal nichts. Das ist schon mal gut zu wissen. Hier ist auf jeden Fall Kohle. Den Eingang markiere ich mir mal, dass ich weiß, aha, da ist ein Eingang, dass ich den auch wieder finde. Na, so, klick, und klick,
So. Dann gehen wir mal hier weiter gucken, wo es hier hingeht. Immer zwischendurch mal ein Lämpchen machen. Und hier scheint es echt eine Höhle zu geben, so wie es ausschaut. So. Ja, ich höre schon jemanden. Und die Augen muss ich aufhalten, da steht er doch schon. Ich muss die Augen aufhalten, so ein bisschen nach Eisenerz, nach Kohle und etc. pp. Vielleicht noch nach anderen Sachen. Ja, komm doch her! Komm doch her! Komm doch her! Komm doch her! So, ciao! Mein Gott, gehen die mir auf den Sack. Also ein bisschen gehen sie mir echt auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier geht's auch noch weiter, um Gottes Willen. Ey, das ist ja... Aber hier ist wieder jede Menge Kohle! Kohle, 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 jede Menge Kohle, jede Menge Kohle. Ich liebe Kohle. So. Kohle können wir ja eigentlich immer gebrauchen, weil um zu befeuern unseren Ofen, na, müssen wir ja, brauchen wir ja Kohle. So. Und unser Inventar ist schon fast voll. Ach komm, den scheiß Pfeil brauchen wir nicht und hier dieses dämliche Fleisch brauchen wir auch nicht. Jetzt werde ich mal hier nochmal ein Lämpchen hinmachen. Ich weiß, aha. Eisenerz. Sauber. Sauber, der Flex. Flex findet schon wieder Eisenerz. Eisenerz gefunden. Mehr aber auch nicht, das war's schon wieder. Mal hier wieder ein bisschen Licht machen und dann gucken wir uns weiter um. Ich bin sehr gespannt, wohin uns das führt. Warum habe ich nur das Gefühl, dass ich verfolgt werde? Nein, nicht. Aber... Oh! Hilfe! 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 Wer ist er denn? Wer ist er denn? Aua! Alter! Komm mal, geht's euch noch gut? Geh sterben! Geh doch sterben! Da schießt noch jemand auf mich, aber wer wo? Boah, gehen die mir auf den Sack? Das gibt's gar nicht. Habe ich schon mal erwähnt, dass sie mir auf den Sack gehen? Alter, mein Gott, sind die penetrant. Unglaublich. Machen wir mal weg hier, das stört ein bisschen. Uah! Alter! Oh. So, da ist überall Kohle. Die nehme ich überall mit, die Kohle. Was wir haben, haben wir. Was wir haben, haben wir. Ne? So. Zack, 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 zack. 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 Da ist noch mehr Kohle. Alter Schwede. Wie viel Kohle? Ich glaube, das ist die Folge, wo wir jede Menge Kohle scheffeln. Kohle scheffeln. Jede Menge Kohle. Jede Menge Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Da haben wir genug Kohle. Ah, wie süß. Uah, ich habe gerade ein Baby-Zombie, glaube ich, gehört. Alter, Alter, hör doch mal auf damit. Hör doch mal auf damit. Alter, gehst du mir auf den Sack. Ach, wie süß. Ah, wie süß. Ah, bist du süß. Ah, bist du süß. Ah, bist du ein Süßen. Du bist ja ein kleiner. Ein ganz kleiner, feiner. Ich verlaufe mich hier schon wieder fast. Eben schnell Eisenerz abbauen hier. Das ist aber eher echt brenzlig gerade in der Höhle, muss ich ganz ehrlich gestehen. Dass es für Eisenerz keine Punkte gibt, verstehe ich nicht. Ist auch ein wichtiges Material. Hm. Ich werde, glaube ich, mal die Kackerde hier wegschmeißen. So. Mein Gott, das scheint eine riesige Höhle zu sein. Alter Finne. Um Gottes Willen. Ach du heiliger Strohsack. Ach du heiliger Strohsack. Hey, Kohle. Ach du heilige Kacke.
Ich wollte gerade noch die, die Steine wegschmeißen. Ich glaube, wir werden nämlich mal versuchen, dort runterzukommen. Dazu werde ich mir das mal markieren, dass ich weiß, aha, hier lang geht's. Warte. Und zwar werde ich mal so markieren, dass ich ganz genau weiß, ja, da ist der Eingang. Damit ich genau weiß, hier geht's rein. Genau. Ja, das kann man gar nicht verfehlen eigentlich. Sieht aus wie ein Fußballtor. Und das können wir immer noch besuchen. Das, genau wie das da oben. Alter, sind so viele Wege. Ja, ich würde sagen, aber nicht in dieser Folge, sondern in einer weiteren. Und ich schalte dann wieder ein und dann wird es richtig spannend. Dann gehen wir auf der Suche nach der großen Höhle. Und ihr seid da wieder mit dabei. Also, bis dann. Ciao.